Das klingt übel. Wenn Jack den Krieger weckt, ja. Aber wenn wir den Krieger führen, könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten. Ja, dieser Plan gefällt mir. Immer gerade trinken holen und auf Toilette. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Jack hat ihn bereits. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss. Uns bleibt nicht viel Zeit. Jede Unze, die Jack von dem Zeug zutage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen. Wir brauchen diesen Kammerschlüssel. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra-Express. Er kann so gut Infos besorgen, wie er trinken kann. Also bin ich mir sicher, dass er gerade seinen Rausch ausschläft. Du wirst eine Feuerwaffe brauchen, um ihn zu wecken. Ich erkläre dir alles, sobald du dort bist. Ja. So, gut, die haben jetzt auch angenommen. Brauchen wir jetzt eine Feuerwaffe? Falls du keine Feuerwaffe hast, Marcus hat vielleicht welche. Tatsächlich. Ich hab eine Feuerwaffe. Ach du Heiler. Sogar angelegt. Hyperion. Jetzt muss ich mir eine Feuerwaffe besorgen. Kein Bock dazu. Doch, doch. Ja, mach ich auch. Ihr habt ja Feuerwaffen. Ich schieß von hinten einfach mit der Rakete. Dann scheiß halt drauf. Das mag alles Schwachsinn sein, aber der ist verdammt unterhaltsam. Holen Sie sich die neue Ausgabe von... Eigentlich schon. Ist auch langsam Zeit, dass wir den vierten Waffenslot kriegen. Dark, wo läufst du hin? Weit weg. Ich bin an die Tore. Where are you? Initiiert mal Reise und so. Alle rettisch. Ja. Spannfattisch. Alle sind so rettisch. Ach schade, ich wollte noch Kontrolle ins Menü. Bringt nix. Ja. Ist so. Gegnats. Du kannst nicht trollen. Fahrzeug! Ach, die machen doch nichts. So. Nehmt jetzt was? Wollen wir jetzt einen Tactic Bandit mitnehmen oder einen Runner? Mach mal einen Runner und einen Bandit, dann... Ja, auf dem Jeep können alle mitfahren, ja? Nur mal nebenbei. Ja, aber wenn man zwei Fahrzeuge hat, kann man mehr Schaden austeilen als mit einem. Ist doch lame, außerdem... Ja, vor allem... Das Wettmobil. Hey, hören deine Waffen. Vor allem müssen die zwei auf der Ladefläche mit ihren eigenen Waffen schießen. Unterwegs ist das, naja. Crap. Ja. Auf geht's, Gunsock Power! Du jetzt. Komm, Boggy. Ja, nimm mal einen anderen Skin, wenn's geht. Pink oder so, wird ganz lustig. Ja. Wo fliegen das Monster? Komm her. Ja, der ist doch... Ha, abgeknallt. So habe ich mir das vorgestellt, ja. Hey, Dark. Dark, Boggy, guck, das macht gleich unseren übergeilen Skin. Wir sind gerade beschäftigt mit deiner Mutter, wir können gerade nichts tun. Abonniert uns. Stirb! Das ist mein Onkel! Schöne Karre habt ihr. Erstmal hier alle plündern.
Das Fahren muss echt nochmal üben, ey. Das geht ja gar nicht, ey. Warum? Ich kann es ja auch nicht. Ich mag mit Maus nicht. Weil du es nicht kannst. Aua. Was schießt denn hier, wenn ihr besenkt ist, auf mich? Ja. Pass lieber auf, hinter dir wird ein Gegner sein. Kann ja nur einer sein. Natürlich. Ach was. Ist gar nichts. Nerv nicht. Die Hausaufgaben machen. Hallo. Ich habe irgendeinen Rost. Oh, was ist eine Pornowaffe? Schwarz-Gold. Ja, du liest gerade voll die Porno-MP auf dem Bildschirm. Klingt lecker. Ja, wir müssen schwarz mit Goldelementen und einem roten Schalthörn rausgekickt. Schwarz! Ja, klasse. Jeder Wetter schließt gerade seinen Rausch aus, also ah? Musst du ihn wecken. Markus, Visual, Zephyr, Plus, Error. Du hast doch eine Feuerwehr, oder? Geil. Ja, sehr schön. Hallo, Steam, ist das Ziel. Ich hab nicht genug. Wer hat mal bitte, ja, bitte 400 Piepen für mich? Ja, normaler Handel. Ich hab. Lass mich warte, wie geht das? X, ne? Unten ist ein Feld, da kannst du es reingeben. Man kann aber kein Geld 400. Tauschen. Doch. Natürlich. Wie habe ich ihm sonst das Geld für seinen Restill gegeben? Wie viel brauchst du? Dankeschön. Hab zu viel am Automaten verschleudert. Immer Däumchen. So. Ich bin verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Ich hoffe, du bist geimpft. Ich verarzte dich jederzeit. Das macht einen doch gleich glücklich. Klassenmod. Was hast du denn gekauft? Ja, genau. Was für ein? Was kann der? 97 Schildkapazität plus und Ladegeschwindigkeit plus 19% plus 2. Was kann der? Upset-Skill. Asbest-Skill, weil ich, oh Gott. Fast hätte ich mich verschluckt. Ihr euch an wie schwule Pornostars. Du drehst dich nicht um dich selbst, du wackelst nur mit deiner Sniper. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man sich um sich selbst dreht, so wie ich gerade? Jetzt im Sprung. Ja, dreh dich mal. Und dreh dich einfach einmal. Sieht leicht behindert aus. Du drehst dich gar nicht ganz. Manchmal drehst du dich nur so in die eine Richtung, dann drehst du dich wieder in die andere. Ja, ich mich auch. Nö, genauso. Aber jetzt. Ja, nee, weil ich habe gerade meine Maus-Sensibility so auf ultra heftig gestellt. Kann ich auch machen. Das sieht richtig Gaylord aus. Und ist ganz slow. Ja, da ist wahrscheinlich die Abfrage zu langsam. Ja. Und das. Ne? Ah ja, klar. Ja, Frage. Aaron ist back in the house. Ja, ich muss noch die Steam Tastenmatch abschließen. Herny! Was ist denn hier los? Da war ich ja noch. Hallo Hörnchen. Hm? Ab geht's. Abgedatet, Peter. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Das sind so Warkits. Die Warkits werden nur kreischen, wenn du sie ansenkst. Gut, nun appliziere die Injektion. Ha! Da kam gerade unten so, ich muss den Boggy tanzen.
Was soll man machen? Abweiche die Injektion? Wie sollen wir das machen? Haben wir wieder irgendwie so eine Quest dafür oder so irgendwas gekriegt? Ne. Hui! Ah, ich muss sagen, hier. Das war Brutzel. Burn. Leute, was war das? Ruhig bleiben. Puh, Alter. Okay, das ist aber auch gut gewesen. Ich nehm Dark. Alter, das war knapp, ey. Gut, dass ich das überlebt hab. Wie ultra geil ist das eigentlich? Ja. Wenn der Angst hat, wenn sein guter Homo-Charakter irgendjemand wiederbelebt, hat er vor seiner Fresse so ein Herzchen schweben. Echt jetzt? Ja, das sieht sau homo aus. Ja, das Spiel versucht halt authentisch zu sein. Jetzt steckt noch ein paar mehr. Ja, es versucht deinen Charakter wiederzugeben. Ja, das ist es halt eben, weißt du, und das mag ich halt so, wenn sich die Entwickler so Mühe geben, sich in die einzelnen Personen hineinzuversetzen. In die Spieler. Geh mal ran, bleib doch da hinten. Ja, gut, wir bleiben hinten. Rette dich! Ich glaube, du musst die Dinge aktivieren und dann ganz schnell wegrennen. Ja, ich glaube auch, wenn die Zeit dafür reicht, bin ich mal nächstes Mal vorsichtiger. Kurzszene. Was ist das für eine? Aus wie ein alter Jack Sparrow. Ach, das ist der Jäger aus dem ersten Teil. Der Scharfschütze. Ich mal bau. Ja. So nicht passende Synchronstimme. So laut. So wütend. Oh, erstmal ein Schlückchen. Käfer. In der Luft. So tot. Hey, Kammerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich jetzt wecken musstest. Ich hab wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Nein. Where? Bam. Ganz ruhig, Mädchen. Also, ein Hyperion-Zug rast durch den Tundra-Express. Wenn meine Infos stimmen, und das tun sie für gewöhnlich, feiern Maschinen ja am Geld. Alter, habe ich gerade eine dicke Shotgun. 54 mal 10. Mann, ist besser. Vorlaufen, dann kipp um. Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kapern, Soldat. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Kein Plan. Sprich mit ihr. Ich spiele seit halt Borderlands eigentlich. Also schlecht wie wir sind, schätze ich mal so, dass ein noch mal ein Drittel drauf. Wir haben doch gerade erst angefangen, ne? Nope. Oder? Ist das? Nee. Naja, doch, für meinen. Hinten sind Gegner. Also mehr Injektionen bereichen. Circa 60 Stunden. Also soll es laut Entwickler haben. Nippeln natürlich auch gerne was drauf. Die Sache ist, 60 Stunden sind aber eigentlich mit allem. Das heißt mit Nebenquests und. Was natürlich, sie geben spezifisch an für die Hauptstory. Nee, da stand davon jetzt nix. Das ist das nächste Injektionsding. Jetzt unbedingt mal meine neue Shotgun ausprobieren, weil die sieht so imber aus, ey. Bam. Level 14. Ja, nehm doch die guten Sachen auf. Ja. Alles was lila ist. Was ist das?
Klassenmod für Gunsurker. Ich hab schon die. Pistole, Schussschaden, plus 20%. Was kann denn der Mod? Jo. Na, das Ding hatte ich auch schon. Nimm mit, verkauf's. Will ich mit Pistole Schussschaden upgrade. Als Gunsurker, also bitte. Ein bisschen sinnlos. Jo. Artefakt, was ist das denn? Nahkampfschaden. Nahkampf. Ich hasse Nahkampf. Ich am Esch. Na dann. Komm schon, den Fahrzeugbooster. Ja, da haben wir doch noch einen. Einbasteln. Irgendwo müssen noch diese Injektionsdinger sein. Ja. Ich glaube, wir haben einen gefunden. Verdammt. Ne, das war glaube ich der erste Bumerang. Ja. Wird ganz oben angezeigt, aber warum? Haben wir den nicht schon aktiviert? Da ist doch noch so ein Injektionsding. So, zurückbleiben. Ich aktivier's und dann renn ich. Aber die zwei haben wir doch schon. Wieso verbrauchst du meinen ganzen Treibstoff, Kleine? Ich brauch das Zeug, um mein Badewasser aufzuheizen. Muschis Nagelbats liebt warme Bäder. Falls du weißt, was ich meine. Oh, bestimmt weißt du es. Los, lock ein! Uah. Irgendwo müssen aber noch mehr davon sein. Aber wir haben immer noch die Mission, verabreiche die Injektion. Vielleicht ist das ja für was anderes. Bewegen wir uns einfach mal hier im Geländer ein wenig herum. Oh mein Mach's gut. Könnte sein, dass ich gleich weg bin. Ich hab der Rückendeckung. Bis du stirbst, dann lauf ich weg. Du hast gefunden. Ja. Lauf hin. Hau rein. Ich hab gehört, Badass will spielen. Wo ist denn Badass? Alter, die Mucke ist so geil. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber hey, schwamm drüber. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Klingt wie eine Falle, ich weiß. Weiß ich gar nicht, Mann. Was war das jetzt gerade? Oh. Ah, ich bin ja in der Nähe. Dark, lauf! Ohrgranate von irgendwo. Revolution, Ladov. Alter, was schießen da die ganze Zeit auf mich? Ah, Gunship. Gunship. Ja, was Geronimo. Denn so? So, das hat wir down. Lol, rausgeflogen schon hier. Kann ich euch eigentlich beitreten? Schmeckt ihr das? Gar nicht so kompliziert. Ja, will ich mal den Icke rausnehmen, draufklicken und dann join. Mein Profil? Ja, kann ich nicht. Ich kann zu Spiel einladen oder Profil einsehen. Ja,
Ja, dann hat er wahrscheinlich irgendwas mit den Einstellungen geändert oder eben noch nicht geändert. Zum Beispiel sowas, Freunde.